Aber hallo, also deshalb, Sie erzählen jetzt mal nochmal, Sie haben seit 3 Jahren Schwindel und Sie waren schon überall. Ja. Und was ist alles passiert, wie Sie überall waren? Also ja, nichts einfach. Also mir wurde halt immer einfach gesagt, ja, es ist nichts, Sie haben nichts und es ist wahrscheinlich dann die Psyche und es liegt am Stress. Ja. Aber ich habe ja eigentlich keinen übermäßigen Stress, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt der Auslöser. Ja. Und ich meine, es ist ja nichts Neues dazugekommen, wo ich sagen würde, okay, es ist jetzt was Neues in meinem Leben, was jetzt ja. Mich mehr stressen würde als normal der Alltag. Und ja, da wurde halt mir halt immer gesagt, ich bin einfach nur gestresst und es liegt an meiner Psyche und ich komme halt mit den normalen Dingen im Leben nicht klar. Nicht klar. Und das letzte Mal, das fand ich eben auch so, bezeichnet, was ich gerade vorhin erzählt habe, dass ihr irgendein Arzt zu Ihnen gesagt hat, Sie müssen jetzt eine Lösung finden. Ja, dass ich eine Lösung finden soll. Und ich denke mir, ich gehe zum Arzt, damit der Arzt mir sagt, genau, hier, das und das ist Ihr Problem. Oder, ja. Oder das und das kann man dagegen tun. Und mir wurde aber halt immer gesagt, ja, Sie müssen jetzt eine Lösung dafür finden, ruhen Sie sich aus und dann wird es schon wieder. Genau. Und das ist, ich weiß auch, wie immer, wie es halt immer ist, Sie hatten ganz viele Blockaden, zervikale Blockaden, C2, C5, das ist immer das, was Schwindel auslöst. Und auf den Waden hatten wir auch erstmal 5 Kilo Unterschied. Jetzt legen Sie sich nochmal hin. Ich mache nochmal diesen Sinn. Also, es hat sich jetzt in der Austestung gezeigt, dass es über eine aseptische Kieferzyst geht. Und dann habe ich gefragt, ob Sie nachts mit den Zähnen knirschen. Das tut sie. Ich denke, das ist auch die ganze Geschichte, dass Sie halt nachts mit einem zu hohen Tonus schlafen. Setzen Sie sich bitte nochmal auf. Also das sehe ich, ziehen wir jetzt hier an dem Test. Jetzt haben wir hier wieder ungefähr 2 cm Beinlängendifferenz, die ist natürlich funktioniert. An den Sohlen sieht man es auch. Der rechte Schuh ist ein bisschen mehr abgelaufen. Also deswegen haben sie es halt schon lang. Und jetzt nehmen sie es mal in die Hand und gehen nochmal hoch. Da ist jetzt einfach, habe ich jetzt Kieferostitis drin und Odonton, das sind einfach ein Drainagemittel, weil ja, das läuft ja so, dass diese Tonuserhöhung nachts. Die macht dann Druck auf die Zähne, dann reagiert das faciale Organ da eben, da werden Rezeptoren aktiviert und dann verspannen sie und dann fahren sie früh ihren Schwindel. Und da muss man lachen. Nochmal aufsetzen, das kriegen sie jetzt eben. Das jetzt sind sie akkurat gerade, ja? Also sie kriegen jetzt ein Homöopathikum. Ich denke, sie brauchen eine Schiene, eine Aufbissschiene und dann ist alles schick. Alles klar. Danke. das sehen Sie mal, ne? Das ist eigentlich. Nochmal die Untersuchung etwas mehr ausgebreitet. Weil bei so jungen Personen muss man immer an die Winkelfüßigkeit denken. Ja, jetzt haben Sie hier diese Skala, wo diese, das kennen Sie vielleicht aus den Kursen, hat sie den Pfeil bei 3 gesehen. Der müsste aber, wenn jetzt keine Winkelfüßigkeit, müsste der irgendwo hier liegen. Also deswegen habe ich jetzt nochmal nachuntersucht. Und jetzt hat sie die Brille aufgesetzt. Die ist hier eingeritzt und da projiziert das Kreuz eben auch nicht mittig, sondern es ist verschoben, sagen Sie. Ne? Das heißt, es gibt Leute, die schielen manchmal ein bisschen, so ein bisschen. Die merken, das sieht man nicht. Ja. Aber trotzdem sehen die, ist es eben manchmal die Augen nicht so ganz koordiniert, wenn sie müde werden zum Beispiel. Ne? Und dann passiert das Folgendes. Die würden Doppelbilder sehen. Und damit das nicht passiert, schaltet das Hirn immer ein Auge ab. Abends habe ich das ganz schlimm. Also wenn ich abends rumlaufe, also wenn es dunkel ist, dann habe ich auch Probleme. Also ich trage normalerweise auch eine Brille. Ja. Aber auch wenn ich die Brille aufhabe, ist es abends schwerer für mich, dann normal zu sehen. Also dann merke ich schon, dass ich schlecht. Ist das eine Prismenbrille? Wissen Sie das? Oder ist es einfach nur eine Brille? Normal. Ja. Also, weil ich glaube, also ich denke, man muss bei Ihnen die Winkelfüßigkeit einfach ein bisschen ausgleichen. Und dann, also zwei Baustellen. Man muss gucken, dass sie nicht mehr so beißt und man muss die Winkelfüßigkeit ausgleichen, dann ist alles gut. Okay. Alles klar. Können Sie aufstehen. Ja.